Hallo meine Lieben und willkommen zu einem 10-minütigen Workout für unseren Bauch und unsere gesamte Gesäßmuskulatur. Das Besondere an diesem Workout ist, dass wir keine Kniebeugen eingeplant haben. Dieses Workout ist somit perfekt für dich geeignet, wenn du Knieprobleme mitbringst und deine Gesäßmuskeln aber dennoch formen und trainieren möchtest. Dieses Workout ist Teil meiner kostenlosen 28 Tage Get Strong Challenge. Die Get Strong Challenge ist das perfekte Ganzkörper-Workout-Programm, das du ganz bequem von zu Hause aus durchbauen kannst, um damit schlanke, weibliche und definierte Muskeln aufzubauen. Den Link zur kostenlosen Challenge findest du in der Videobeschreibung. Wir brauchen für dieses Workout Zusatzgewichte. Dafür eignen sich zum Beispiel Kurzhanteln, Kettlebells, aber auch gerne einfach eine vollgefüllte Wasserflasche. Bevor wir loslegen, lass dem Video nur deinen Daumen hoch da, abonniere meinen Kanal, um keines meiner Workouts oder meiner anderen kostenlosen Workout-Programme mehr zu verpassen und roll dir deine Matte aus und ich würde sagen, wir legen los. Let's go! Wir starten mit 20 Sekunden Jackknives und wechseln bei der Hälfte zu Heel Touches. Leg die dafür mit gestreckten Armen flach auf den Boden, wobei deine Arme in der Luft bleiben. Acht darauf, dass dein unterer Rücken fest auf der Matte bleibt und sich nicht wölbt. Von dort aus atme tief ein, bring deine Hände und Schienbeine wie eine Schere zusammen, atme am obersten Punkt aus und komm dann wieder zurück. Bei der Hälfte wechseln wir. Und wir wechseln zu Heel Touches. Deine Beine bleiben komplett gestreckt, womit deine unteren Bauchmuskeln die gesamte Arbeit übernehmen. Mit der Kraft deiner oberen Bauchmuskeln zieh die in Richtung Decke und versuch deine Füße zu berühren. Sehr gut und durchatmen. 20 Sekunden Pause, bis wir mit Sit-Ups weitermachen. Stell dafür deine Beine rechtwinklig auf und start wieder flach auf der Matte. Die Kurzhantel hältst du auf Höhe deiner Brust. Von dort aus zieh die mit der Kraft deiner Bauchmuskeln nach oben und roll die komplett auf. Für die etwas einfachere Variante, halt die mit deinen Füßen unter einer Bettkante oder unter am Sessel fest. Halfway there. Mega, wir sind schon über der Hälfte. Bleib gemeinsam mit mir dran, du schaffst es. Und durchatmen, sehr, sehr gut. In den nächsten 40 Sekunden trainieren wir unsere Körpermitte, unseren Rumpf, der, wenn er gezielt trainiert wird, für schlanke, definierte Taille sorgt und sogar Rückenschmerzen vorbeugen kann. Komm dafür wieder in Rückenlage, heb deine Beine an und streck deine Arme in Richtung Knie. Von dort aus überkreuz jetzt jeweils Beine und Arme und achte dabei darauf, dass sich der untere Rücken nicht von der Matte anhebt. Sehr gut, ich kämpfe gemeinsam mit dir, wir schaffen das. Nur 3, 2, 1 und wir wechseln jetzt zu V-Ups. Zieh deine Schulterblätter nach hinten, unten, Brust raus und wir halten gemeinsam nur 12 Sekunden. Komm schon. Halte, halte, halte. Yes, sehr gut. Und absetzen. Gut gemacht. Damit unsere Bauchmuskeln sich etwas erholen können, trainieren wir jetzt unsere Gesäßmuskeln. Leg die dafür in Rückenlage auf die Matte. Stell deine Beine rechtwinklig auf und bring deine Fußinnenkanten zueinander. Versuch unbedingt beim nach oben kommen, die in die Spannung deiner Gesäßmuskeln hineinzudenken. Die Verbindung zwischen deiner Gedanken und deiner Muskulatur ist so entscheidend, wenn du deinen Körper formen möchtest. Halfway there. Sehr gut, lass dir Zeit und halt die Spannung auch beim nach unten kommen durchgehend aufrecht. Die letzten 10 Sekunden.
2. Und durchatmen. Schenk deinem Po eine 20-sekündige Pause, bis wir mit Alternating Frog Pumps weitermachen. Komm dafür in Bauchlage. Leg deine Stirn auf deinen Unterarmen ab und heb deine Füße an, sodass deine Fußflächen in Richtung Decke schauen. Bevor wir loslegen, spann deinen Bauch an, um deinen unteren Rücken zu entlasten, und heb jetzt deine Fersen in Richtung Decke an. Führ sie langsam wieder nach unten und versuch die Spannung in deinem Gesäßmuskel durchgehend aufrecht zu halten. Lieber langsam, dafür kontrolliert. Halfway there. Sehr gut. Denk dir in deine Gesäßmuskeln hinein. Bleib oben. Ein paar Wiederholungen noch. Nur 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Gut gemacht. Mit der nächsten Übung trainieren wir unsere seitlichen Bauchmuskeln. Wir starten dafür im High Plank auf der linken Seite. Wenn du deine Handgelenke lieber entlasten möchtest, komm einfach auf deinen Unterarm. 3, 2, 1. Und wir starten. Halt deine Hüfte gerade. Fall nicht nach vorne, sondern bleib stabil. Sehr gut. Bleib dran. Nur 3, 2, 1. Und wir wechseln zu Dumbbell Crunches. Komm auf deinen Unterarm, leg die Hüfte ab und führ jetzt Kurzhantel und Knie zueinander. Und roll die mit deinem rechten Bauchmuskel komplett ein. Super, sehr gut. 3, 2. Die letzten Sekunden und Pause. Atme durch, schenk da ein Lächeln. Wir sind schon über der Hälfte und wechsel nach der Pause die Seite. Bereit? Dann los geht's. Acht wieder drauf, dass du deine Hüfte gerade hältst. Du machst es super. Halte, halte, halte. Wir haben es gleich geschafft und wir wechseln zu Dumbbell Crunches. Roll dafür deine seitlichen Bauchmuskeln komplett ein und komm wieder in die komplette Streckung. Sehr gut. Und auflösen. Wir schenken unserem Po nochmal volle Präsenz. Glute Bridge ist dafür die beste Übung, um den größten Anteil in deinen Gesäßmuskeln zu trainieren. Der Muskel, der für einen schönen Apfelbo sorgt. Um diesen Anteil noch gezielter zu spüren, drück die aus deinen Fersen hoch und halte die Spannung auch beim Absenken aufrecht. Denk dran, die aus deinen Fersen hochzudrücken. Sehr gut. Die letzten 15 Sekunden. Du machst das super. Bleib dran. Und bleib oben, wenn du noch mehr willst. Ein paar Wiederholungen schaffen wir noch. Und durchatmen. Sehr gut. Wir sind bei der vorletzten Übung und somit kurz vorm Endspurt. Wir trainieren gemeinsam nochmal mit einer Kombination aus Mountain Climbers unsere Bauchmuskeln. Dafür starten wir mit 20 Sekunden Diagonal and Straight Mountain Climbers und wechseln dann zu High Speed Mountain Climbers. Lass dir ruhig Zeit bei der Ausführung und spür, wie dein gesamter Körper arbeitet. Wir sind bei der vorletzten Übung. Du machst das alles nur für dich. Bleib dran. Und wir wechseln jetzt zu Speed Mountain Climbers. Lass uns gemeinsam nochmal alles geben. Du schaffst es. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gib nicht auf. Nur 4, 3,
2, 1. Die letzten Sekunden, wir sind beim Endspurt. Die letzte Übung in diesem Workout, damit trainieren wir mit Reverse Crunches nochmal den oberen Anteil unserer Bauchmuskeln und wechseln dann für die letzten 20 Sekunden zum High Plank. 3, 2, 1. Und let's go, hol nochmal alles raus. Erinnere dich daran, dass du dieses Workout für dich und für dein Wohlbefinden durchpowerst. Es ist deine Zeit. Genieß sie, schenk dir ein Lächeln. Und wir haben nur 7 Sekunden, bis wir wechseln. Und wir wechseln jetzt zum High Plank. Zieh deine Bauchwirbel nach innen, spann deinen Po fest an und dann halte, halte, halte. Sehr gut. Nur 3, 2, 1 und durchatmen. Setz ab, genieß dieses Mega-Gefühl, klopf da gern selber auf die Schulter und schenk da nochmal ein Lächeln. Du hast es mega durchgepowert und ich hoffe, dieses Workout hat dir mindestens genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn es dir Spaß gemacht hat, dann lass diesem Video so gerne deinen Daumen hoch da. Abonniere meinen Kanal, um keines meiner Workouts oder meiner kostenlosen Workout-Programme mehr zu verpassen. Und schreib mir gerne in die Kommentare, welche Muskelgruppe du in diesem Workout am meisten gespürt hast. Sind es eher die Gesäßmuskeln oder vielleicht doch deine Bauchmuskeln? Ich bin super gespannt und ich freue mich wahnsinnig drauf, wenn wir uns in einem meiner nächsten Workouts wiedersehen.